Hallo, George. Hallo, Schönheit. Amüsierst du dich? Nicht besonders, aber ich habe meine Mission erfüllt. Wie? Du hast sie auseinandergebracht? Nein, ich habe mich verabschiedet. Braves Mädchen, bin stolz auf dich. Ich wäre noch stolzer, wenn du jetzt tanzen würdest. Was das Tanzen betrifft, habe ich große Pläne. Lass mir nur 30, 35 Jahre Zeit. Welch Elend, welch köstliche Tragödie. Susan Hayward in Reinformat. Ich kann mir lebhaft vorstellen, wie du alleine da sitzt in deinem langen, blass-lila Kleid. Habe ich dir erzählt, dass es blass-lila ist? Das Haar hochgesteckt, deinen Kuchen hast du nicht angerührt. Vermutlich trommelst du mit den Fingern auf dem weißen Leinentischtuch herum, so wie du es immer machst, wenn du richtig deprimiert bist. Vielleicht betrachtest du sogar deine Nägel und denkst, Gott, ich hätte mit meiner fiesen Ränkeschmiederei aufhören sollen und zur Maniküre gehen. Aber dazu ist es jetzt zu spät. George, ich habe dir nie erzählt, dass mein Kleid lila ist. Plötzlich eine vertraute Melodie. Und schon hast du dich von deinem Stuhl erhoben, mit einer elfengleichen Bewegung. Fragend, suchend, du hebst den Kopf, schnüffelst, witternd wie ein zartes Reh. Hat Gott dein kleines Gebet erhört, wird Aschenputtel wieder tanzen. Und dann, plötzlich, teilt sich die Menge. Und da ist er. Schneidig, elegant, mit einer Ausstrahlung zum Niederknien. Kurioserweise spricht er am Telefon, aber andererseits, du auch. Und er kommt auf dich zu. Mit den geschmeidigen Bewegungen einer Raubkatze. Und obwohl du ganz richtig spürst, der Mann ist schwul. Was die meisten teuflisch gut aussehenden ledigen Männer seines Alters sind, denkst du dir, ach, was soll's. Das Leben geht weiter. Vielleicht wird nicht geheiratet. Vielleicht wird nicht gevögelt. Aber bei Gott, es wird getanzt. We'll be right back.